Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein vegetarisches Rezept für euch, und zwar für einen Tomaten-Mozzarella-Auflauf. Wir benötigen dafür 3 bis 4 große Tomaten, je nachdem wie groß eure Auflaufform ist. Ich verwende immer einen Römertopf, deswegen denke ich mal, dass 3 reichen. Die werden in Scheiben geschnitten, müsst ihr gucken. 2 Kugeln Mozzarella, 100 Milliliter Schlagsahne, 2 Esslöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer zum Würzen, sowie eine große Zwiebel. Wenn ihr kleine habt, verwendet ihr einfach 2. Eine Knoblauchzehe, 4 Esslöffel Eiweiß, und zwar die milde Variante, 3 Teelöffel Gemüsebrühpulver, einen Teelöffel Zucker, 2 Teelöffel Speisestärke, 2 Esslöffel italienische Kräuter und 2 Teelöffel Oregano. Außerdem brauchen wir noch Pasta. Ich verwende hier Fusilli. Wir benötigen 500 Gramm Pasta. Da könnt ihr jede Pasta eurer Wahl verwenden. Genau, wie gesagt, ich habe hier Fusilli. Ihr könnt aber auch Tortellini, Penne, was auch immer dazu nehmen. Genau, wie gesagt, ich werde einen Römertopf verwenden. Dann können wir auch schon loslegen. Zuallererst habe ich meine Zwiebel gewürfelt. Die Knoblauchzehe geschält, die werde ich nämlich pressen. Wenn ihr keine Presse habt, könnt ihr die auch klein hacken. Meine Tomaten natürlich gewaschen und in dickere Scheiben geschnitten. Genauso wie die 2 Kugeln Mozzarella. Genau, das waren 250 Gramm, also 2 Kugeln, jeweils 125 Gramm. Und das habe ich jetzt auch geschnitten. Außerdem habe ich meine 500 Gramm Pasta abgewogen. Die kochen hier drüben am Herd. Genau, die müssen wir al dente kochen und dann sieben wir das Ganze ab, bevor das in die Auflaufform geht. Jetzt habe ich dann noch einen weiteren Topf draufgestellt und 2 Esslöffel Olivenöl erhitzt. In das erhitzte Olivenöl gebe ich jetzt meine Zwiebelwürfel und presse die Knoblauchzehe hinein. Meine Zwiebel habe ich angedünstet. Dazu presse ich die Knoblauchzehe hinein. Wie gesagt, ihr könnt sie auch klein reinpacken. Einmal kurz verrühren. Dazu kommen 4 Esslöffel Eiweiß. Und jetzt gießen wir das Ganze mit 360 ml kaltem Wasser auf, einfach Leitungswasser. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen, dass wir 360 ml Wasser benötigen. So, alles noch auf höchster Stufe lassen. Dazu kommen jetzt 3 Teelöffel Gemüsebrühpulver. Sowie die 100 ml Schlagsahne. Das Ganze müssen wir jetzt nochmal aufkochen lassen. Dann geben wir einen Teelöffel Zucker hinein, aber nur einen flachen. Sowie 2 Teelöffel Oregano. Zwei Esslöffel italienische Kräuter . Alles gut verrühren . Dann kommen noch 2 Teelöffel Speisestärke dazu, damit sich die Soße bindet. So ein leicht gehäufter, also 2 leicht gehäufte Teelöffel Speisestärke. Und jetzt können wir das Ganze noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Da müsst ihr schon ordentlich würzen. Einfach jetzt gleich vorher noch abschmecken. Und meine Pasta sind auch gleich bereit. So, das Ganze können wir auch schon auf die Seite geben. Und die Speisestärke auch noch gut unterrühren, bevor die klumpt.
Meine Pasta sind al dente gekocht, die habe ich abgesiebt. Jetzt fülle ich das Ganze hier in die Auflaufform, beziehungsweise in meinem Fall Römertopf hinein. Und da geben wir jetzt die Tomaten drüber. Wenn ihr eine schöne große Auflaufform habt, dann könnt ihr natürlich auch eine schöne Auflaufform nehmen. Deshalb müsst ihr da gucken, wie groß die Tomaten sind, ob ihr drei benötigt oder vier. Die restlichen Tomaten, die übrig bleiben, kann man ja auch so noch essen. So, also eine Schicht, keine doppelte, sondern wirklich nur eine Schicht Tomaten. Bei mir geht das jetzt, glaube ich, gerade so auf. Ja. Ein Scheibchen bleibt über, das macht aber nichts. Dann geben wir den Mozzarella schön über das Ganze. So, das passt perfekt. Und nun kommt die Soße drauf. So. Nun geben wir die Soße drüber. Die habe ich noch mit Salz und Pfeffer ordentlich nachgewürzt. Habe ich noch abgeschmeckt, vorsichtig natürlich, weil es sehr heiß ist. So. Und jetzt gebe ich das einfach über meinen Auflauf. So, das ist auch schon alles. Den Backofen habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Bei 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Und dann geht das Ganze jetzt eben bei 200 Grad, wenn der Ofen vorgeheizt ist, Ober- und Unterhitze, für 30 Minuten ungefähr in den Ofen. Bitte trotzdem nach 20, 25 Minuten mal nachschauen, nicht damit es hier oben verbrennt. Da muss es eben schon früher raus. Die Pasta sind ja schon al dente, werden auch noch ein bisschen weicher. Und genau, müsst ihr einfach nachschauen, bis es dann genau hier oben eben passend ist von der Bräune. Eigentlich 30 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich zurück. Mein Auflauf ist nun fertig. So sieht er aus. Er war genau 30 Minuten bei mir im Ofen drinnen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert. Der ist wirklich richtig, richtig, richtig lecker. Ja, lasst mir sehr gerne ein Abo da. Darüber würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Folgt mir gerne auf Instagram. Der Link ist unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal.